Hey, das ist perfekt. Staubsauger und der Wechselrichter funktioniert. Yeah! Ja. Also das ist der Innenteil von der alten Installation. Das ist auch ein Wechselrichter. Aber nicht von 12 Volt auf 220, sondern von 220 auf 12 Volt. Das heisst, wenn man an einem Stellplatz ist, dann kann man den Hümer einstecken mit 220, dass man Strom hat und nachher tut es für diesen 220 auf den ganzen Hümer auf 12 Volt aber transformieren, dass man keine Batterie braucht. Das ist wirklich ganz genial. Das ist die Verkabelung mit den Feinsicherungen. Da ist 220 Volt Sicherung drauf. Ja, so ist das. Und da ist noch die Lüftung von der Heizung. Ah, das ist schön verteilt. Das ist wirklich genial. Unglaublich. Aber irgendwie geht's. Ich habe fast keinen Platz. Aber. Uiuiui. Da muss ich eben den Plus und den Minus durchführen, der von da hinten kommt. Das Kanal installieren und hier in die Batterieverbindung machen, dass die Batterie aufgeladen werden kann. Braucht es 2 6 Quadratlitzer, die vom Dach von der Solaranlage auf das Gerät kommen, das das verteilt tut und nachher vom Gerät geht die Batterie, das aufladen tut. Also nochmal das Ganze. Dann ist nochmal am Handbohren. Akku. Aber ja, perfekt, aber ich glaube, es geht schon. So, dann habe ich noch ein bisschen. So. Das erste hat nicht geklappt. Warum? Ja, ich bin genau hinter einer Liste, Holzliste gelandet. Nee. Dort hätte ich noch 3-4 cm länger das Loch müssen bohren. So ein Pech, hä? Ja, das ist Künstlerpech. Aber für das war ich mal Elektromonteur und brauchte halt ein bisschen Geduld. Juhu! Ich sehe es nicht. Da! Da unten! So gut, aber noch ein bisschen grösser muss jetzt sein. Ja. Okay. Du brauchst das sind eben die 6 Quadratlitzen, die vom Dach oben runterkommen. Das heisst, das kommt von diesem Spiegelschränkkästchen hinein geht ins Dach rauf zu den Solarzellen. Und nachher geht das Kabel da durch, wo ich nachher den Kanal installiere. Und jetzt zeige ich euch, dass ich durchgebohrt habe. Jawohl, das sehen wir jetzt hier. Und das ist genug gross. Ist nicht gross genug. Warte jetzt. Ja, aber genau. Da. Das geht hinein durch zu der Batterie. Zu der Batterie. Aber es braucht noch ein zweites Loch. Also, let's go. Nochmal, Dani, du tust die Kanäle installieren. Ja, installieren für den Plus und Minus, für die 2x6 Quadratlitze. Geht auf deiner. Hey, das ist perfekt. Aber nicht auf deinem Bein. Auf deinem Knie. Perfekt. Jetzt, hier. Jetzt will ich ausschneiden, dass die Litze aus dem Kanal raus wieder kommen und in andere Kanäle tun. Jetzt muss ich eben wieder raus. Geht besser. Ich bin immer noch am Kanal installiert. Das ist der erste Kanal hier. Schön hier in die Ecke kommen. Jetzt kommt hier der zweite, den ich abmessen muss. Und die kleine Ecke dazu. Bis hier durch das Holz durchgeht. Und nachher ist es schön versorgt und man sieht es fast nicht mehr. Okay. Jetzt ist jetzt der Controller, wo anzeigt, wie viel Batterieladung das hat. Das tue ich jetzt installieren. Da ist nachher verbunden mit dem Konverter hier unten, wo es nachher vom Solarmobil kommt nachher 2 Kabel runter. Gehen 2 Kabel für auf die Batterie und 1 Computerkabel geht auf die Kontrolle und der zeigt mir an, wie viel die Batterie geladen ist oder ob es am Laden ist. Ja, genau. Also das ist der Controller. Da kommen die 2 Litzen, die 6 Quadratlitzen vom Solarpanel gehen da drauf.
Und dann geht's raus, geht's nach auf die Batterie. Und dann ein kleines Kabel geht zum Monitor. Und dort sieht man dann genau, ob es glatt oder nicht. Und wie viel das glatt hat. Und da sind auch die kleinen Lämpchen, wo man sieht, es glatt oder es glatt nicht oder ist es voll. Genau. Also ich kann da so jetzt eine Kontrolle installieren. Das heisst, dass ich zuerst die zwei mal 6 Quadrat Kabel und ich so Hülse drauf. Da muss ich es nicht drauf zum zweiten. Ja, und dann tue ich das anschliessen. Da schaut, da kommt es von der Batterie, da muss ich das Plus und Minus anschliessen und nachher das, was auf dem Dach kommt, ist auch Plus und Minus. Und da geht es nachher zum Monitor, den ich vorher installiert habe. Okay, und den Temperatursensor haben wir auch noch. Der ist da. Das ist Plus in dem. Gut. Kannst du mir. So. Das kommt von der Batterie. Das ist Plus. Also braun ist Plus, weil ich nicht rot habe. Weil sie es nicht haben. Ich mache das noch ein bisschen mehr. Genau. Also das, die zwei Kabel, die kommen jetzt? Die zwei, das tun wir jetzt vorbereiten. Das ist jetzt die 2x6 Quadrat, schwarz und rot, kommen jetzt vom Panel auf die Kontrolle. Mhm. Die zwei. Schwarz und braun, also ich habe kein Rot gehabt, müsste eigentlich ein Rot sein, aber das ist völlig egal, Litzen ist Litzen. Wir müssen nur wissen, welches es Wellen ist. Also braun ist jetzt rot. Sie gehen jetzt zur Batterie und die zwei gehen nachher... Rauf. Das heisst, schau, da kommt es rein und da geht es nachher rauf. Genau. Das ist vorher ein Parabolspiegel gewesen, da habe ich das Kabel drin, da kann ich es einfach raufziehen. Das geht alles da, das Rohr da rauf, he? Genau, das da. Ja. Und der Parabolspiegel wird noch abgehängt. Was haben wir jetzt gesagt? Rot ist Plus. Rot ist Plus, schwarz ist Minus, he? Mhm. Gut. Das ist die Installation jetzt, das graue Kabel, das geht auf den Monitor, wo man sieht, wie viel Batterieladung das hat. Das schwarze Gerät ist der Controller. Da kommen die je 4x6 Quadratlitzen weg, eben eins zur Batterie und zwei zum Panel rauf. Ja, das tut es nachher steuern, dass die Batterie geladen wird. Okay. Ich bin da die Klemme am Befestigen mit Schwarz und Rot. Die kommen der Batterie an und der eine geht aus Solarpanel rauf und der andere geht Verbindung zum Kühlschrank nachher. Wegen dem machen wir auch die Solaranlage, dass wir kein Gas mehr brauchen. Also da ist der Rot, ist der Plus und der Schwarz ist der Minus. Das ist sehr wichtig, das darf man nie verwechseln. Du sagst es. So. Ja, jetzt muss ich hier noch die Erde machen für den Wechselrichter. Weil der Wechselrichter tut ja von 12 Volt auf 220 Volt transformieren. Und beim 220 Volt braucht es eine Erdung in die Installation. Und die Erdung hole ich von der Erdungsklemme, also vom Erdungskabel von der bestehenden Installation, geht am Boden ab und ist irgendwo an einem Metallteil befestigt. Das ist nachher die Klemme, die Erdklemme. Und die muss ich jetzt hier verbinden, das Kabel hier. Geht da durch und muss ich nachher mit dem da verbinden. Mit der Klemme wieder. Und geht zum Wechselrichter. Da habe ich eine Ringhülse gemacht. Muss ich nachher jetzt hier befestigen. Dann hätte ich es dann gleich mal. Ja, noch etwas anderes. Jetzt muss ich dann aber noch 220
der Wechselrichter. Kommt ja 220 Volt raus aus dem Stecker. Dann muss ich jetzt noch einen Stecker installieren mit einem Kabel, der hier hinkommt auf den Sicherungsverteiler vom Wohnmobil. Von da aus kommt der Strom dann, der 220 Volt schon geht da durch, geht auf den Wechselrichter auf wieder 12 Volt und geht auf die Installation zum Licht. Dass wir Licht haben, wenn wir 220 Volt einstecken oder vom Wechselrichter Strom erzeugen. Das heisst, wenn der Wechselrichter läuft, tut mir sogar die vorderen zwei Batterien wieder aufladen, wenn ich mal keinen Strom mehr habe. Und das ist genial, das ist der Clou vom Ganzen. Ich kann den Kühlschrank laufen lassen mit 220 Volt plus eine Batterie, die zwei Starterbatterie und die Versorgungsbatterie fürs Licht aufladen. Und das ist Hammer. Genial. Jawohl, wir haben jetzt angefangen. Das erste Solarpanel ist verklebt. Ist auf dem Himmel, auf dem Dach oben. Da ist das zweite vorbereitet, putzt, entfettet und da ist schon der Kleber, die Dichtungsmasse drauf. Ist ganz spannend, ich habe jetzt da sicher etwa eine halbe Stunde, habe ich das Dach ganz gut putzt, entfettet, angeschliffen und mit einem speziellen Mittel nochmal entfettet. Ja, dass nachher die Solarpanel wirklich sehr gut heben. Und da, das ist Parabolantenne, die tue ich weg und nachher tue ich nachher durch das Rohr durch da. Kommen nachher die 2,6 Quadrat-Litzen rauf und wo man nachher die kann einstellen. Einstecken. Okay. Also, jetzt sind wir am Ende von unserer Installation. Solarzellen, Batteriewechselrichter und es funktioniert. Da sieht man den Kanal. Da sieht man, wo die Kabel raufkommen aus dem Wohnmobil. Und der Kanal, wo sie schön versorgt sind. Und das ist unser Dach. Und unser Chemi. Ja. Und jetzt heisst es nur noch ab in die Ferien. So, jetzt sind wir im Hümer wieder. Sind wir bis zu uns heimgefahren. Und ihr seht da, das ist der Monitor vom Spannungsregler. Das heisst, vom Solarpanel. 25,6 Volt zeigt es an. Das ist unglaublich. Es funktioniert alles. Da ist der Kühlschrank. Der funktioniert auch. Und das Beste ist, die Steckdose. Staubsauger und der Wechselrichter funktioniert. Yeah! Wir haben 220 Volt brauchen. Das ist unglaublich. Es funktioniert alles.